Kann ich wieder nicht aufstehen, weil die Katze auf mir liegt. Werfst du runter, eiskalt. Nein. Da merkst du sich das und dann legt sie sich zu bestimmten Situationen nicht mehr zu dir. Wie traurig. Ja, aber wird das Problem nicht mehr. Ich habe Erschöpfung, als ich mich hier an den Gen gesetzt habe. Okay. A ding ding ding, a ding ding ding, a dingelingeling ling ding ding ding. Das ist natürlich ein super starkes Perk für den. Ja. Du kannst nicht mit Sprintboost wegrennen, wenn er sich sichtbar neben dir macht. Wie gut, dass ich gar keinen Sprintboost habe. Ich glaube, ich habe ihn schon, aber ich habe ihn nicht reingemacht. Anfänger. Ja, ich möchte jetzt die beiden Pöpfe. Ah, ding, ding, ding. Das ist ein anderer Perk da unten. Mit Franklin. Ah, Dinge, 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 Dinge. Andere Perk? Ja, da unten mit den. Ich klatsch mir die Hand gegen den Kopf. Ja, das ist das Seelenbrecher. Oder heißt es Seelenbrecher? Das ist der gleiche Perk? Das ist ja, das. Das ist die Erschöpfung. Genau. So, Totem Nummer 3. Da kommt er. Renn! Hast du eine Zeit bekommen? Ja. Willst du dir deswegen stehen bleiben und schlagen lassen, weil du eine geliehene Zeit hast? Du hast ja recht. Meine Güte. Ich schläge meinen Sunny-Kasten mal ab. Hier hin. Aber das Item ist nur aufgebraucht, es ist dann nicht weg, oder? Könnte doch weg sein. Das ist auf dem Schlüssel. Ein Schlüssel soll da bleiben. Aha, wenn er unsichtbar ist, ist er also auch so nicht sichtbar. Also ich habe nicht gesehen, dass er aus der Schicksal. Ja, wenn er unsichtbar ist, dann ist er nicht sichtbar. Er ist bei mir. Ich meine jetzt mit dem Perk. Der ist bei mir, Jay. Ja, 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 ja. Naja, man sieht ihn gar nicht. Oh, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Ich habe schon 3 Totems gemacht. Und ich habe nichts gemacht, außer am Haken hängen. Ich lieg in einer Palette. Und die Palette steht ja, über mir. Ich sag mal so, hätte ich nicht diese Erschöpfung gehabt, dann hätte ich es geschafft, ne? Aber weil ich ja diese Erschöpfung habe, konnte ich meinen Sprint nicht loswerden. Ein Totem ist vielleicht in der Mitte nicht so. Im Schrank. Ich bin im Schrank. Was natürlich cool ist. Wenn Ach, da ist er schon wieder, dieser kleine Pimmel, ey, dieser Mikro-Schniedel. Wenn die Erschöpfung fast zu Ende ist und man sich dann erst an den Gen setzt. Okay, dann geht sie trotzdem wieder voll. Okay. Ich wartet nicht so.
Dieser Schniedel, Biedel, Riedel klebt an meinen Bobbes. Riedel hieß mal ein sehr guter Freund von mir. Der Schniedel? Riedel! Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht ist er weg von mir. Mr. Riedel mit Vornamen Thomas hat auch bei mir 3 Monate gewohnt. Checkpalette ist weg, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob er noch bei mir ist. Ich sehe den nicht mehr. Ich sehe Chris. Ja, warum sind sie weg? Weiß nicht. Bei da ist der Keller. Okay. Machen wir den Chat weiter. Wo seid ihr denn? Hinten rechts in der Ecke. Okay. Also wenn ich geradeaus gucke, gucke ich auf die Schnecke. Ach so. Aber ich habe hier gerade rumgeknallt vor lauter Schreck. Killer ist noch hinter der anderen. Ja. Seht ihr jetzt vielleicht nicht mehr? Doch, ich denke schon. Ja. Hast du die Katze dabei? Ich? Nee, warum? Weil du sagtest jetzt vielleicht nicht mehr. Ach so, wegen den Krallen. Ja. Genau, Besessenheit. Hat einer von euch ein Totem gemacht? Nö. Nö. Dann du hast hier alles schon gemacht. Nee, eins fällt noch. 4 habe ich gemacht. Da ist er, Chris. Da ist er. Oh, da ist er ja. Hatschukula! Oh ja, hätte ich ja auch früher sagen können. Jetzt hab hat ich er doch voll gehauen, ey. Guck mal in der Tanke. Wo steht denn das? Das ist eine LT-Wand hier. Dennis würde gerne mitspielen. Darf er nicht. Warum? Weiß ich nicht, er ist nicht hier. Ich glaube, ich halt dann, wenn wir fertig sind. Oh, guck mal, da ist meine Toolbox. Ich habe meinen Sunny-Kasten irgendwo hinter der Schick hinter einem Stein gestellt. Der Killer war in der Schnecke. Warum ist das Fenster dazu? Ja, da bin ich auch vorhin in die Sackgasse reingelaufen. Da gibt es nur ein, also 2 Ein- und Ausgänge, ein Fenster und eine Tür, mehr nicht. Ach so, und jetzt das große Tor. Lacka, lacka, lacka. Oh, jetzt muss ich mich ja gar nicht davor werfen. Kannst du gleich machen. Okay, jetzt will ich gleich. Also, ich krieg jetzt gleich. Nochmal. Adrenalin, Adrenalin. Achtung, 3, 2, 1. Hui! Chaka, lacka. Ich will immer noch das eine Tote. Hat vielleicht der Random gemacht. Ja, aber auch nicht im LKW gucken. An der gegenüberliegenden Wand von der Tanke mache ich gerade auf. Ja, ich bin hinter dir. Ne, hinter Fleur bin ich. Oh, wie weit ist denn das Tor? Jetzt rein. Doch, doch, du bist das. Jetzt auf. Kein Nöt.
Ihihi, der Geist hat mir den bekommen. Jeha. Ich hänge auch nicht.